Hi ho, meine lieben Freunde, und willkommen bei einem ganz neuen Projekt. Es ist ein Half-Life 2 Mod. Man kann es im Hintergrund wieder schön erkennen und schon vornherein lesen, bevor ich den aber auch sage. Yotama, glaube ich, soll das heißen. Ne, Yotama, Entschuldigung. Oh Gott, zu blöd zum Lesen. Das ist auch eine ganz coole Mod. Hatte gute Prozente, ich habe aber wieder vergessen, wie viel. Ganz gute Punkte, ja. Ja, und von der Story her hat sich das ganz gut auch gelesen. Es geht um einen eigentlich am Anfang einen Zivilisten, der seine Familie bei dem 7-Stunden-Krieg verloren hat. Nur mal zur Information, falls ihr das noch nicht wisst. 7-Stunden-Krieg ist der Krieg, nachdem Gordon Freeman sozusagen in der Zeit eingefroren wurde. Oder von den G-Men weggebracht wurde. Danach ist es ja nochmal die Zen-Invasion gekommen und hat in 7 Stunden den Planeten übernommen. Ja, auf jeden Fall, da hat er seine Familie verloren in den Krieg. Und da hat er sich auf die Seite der Rebellen geschlagen und der, wie so oft, haben die Combines ihn jetzt in den Knast gesteckt. Ja, und er wurde doch noch von irgendwas, ja, Speziellen geholfen. Das werden wir jetzt spielen. Übrigens auch mal ein Dankeschön an einen meiner Abonnenten, der mir geholfen hat, dieses Spiel wieder in Gang zu kriegen. Ja, weil es war nämlich ja wieder alles nicht mehr funktionstüchtig und er hat mir dabei geholfen, das richtig einzustellen. Dank dir! So, fangen wir mal an. Ich hoffe, das funktioniert. Ich bedanke mich jetzt schon im Voraus. Ich habe nur gerade mal den Screen geladen und ich weiß ja noch gar nicht, ob es funktioniert. Ja, doch, eigentlich schon, weil das hatte vorher schon gar nicht funktioniert. Genau. Wir werden übrigens hier in der Zitadelle eingesperrt. Auch eigentlich ein Privileg, was man so nicht kennt. Die meisten... Apropos, fällt mir gerade ein. Ganz kurz. Ach, Englisch ist egal. Alles andere ist okay. Sonst wird man hier eigentlich in irgendein anderes Gefängnis eingesperrt, aber hier wird man direkt schon im Knast von der Zitadelle eingesperrt. Naja. Okay. Naja, Zitadelle. So wie man sie kennt. Falls, ich habe da glaube ich noch gar nicht die Half-Life 2 Mod so weit draußen, nicht Half-Life 2 Mod, sondern das Half-Life 2 Game habe ich noch nicht so weit draußen. Gut, aber für die Leute, die meisten kennen das glaube ich. Ich glaube nicht, dass Half-Life 2 jemand nicht kennen würde. Aber wenn, wie gesagt, ich spiele es ja eh. Das kommt da bei mir auch noch an. Ich spiele alle Half-Life Teile. Ich würde auch Half-Life 3 spielen, wenn es ja mal rauskommen würde. Aber gut, okay, darüber brauchen wir gar nicht, glaube ich, sprechen. Ach, da links. Ich habe gerade gewohnt, ja. Was ist das jetzt? Ein Gasvergasung hier? Wow, wo kommt das Ding auf einmal her? Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das war die ganze Zeit schon da. Ha. So, jetzt wurde ich kategoriert. Das sieht jetzt schon fast so aus wie der Schienenweg in Half-Life 2. Ob sie den hier eingefügt haben? Oder ob das ein eigener gemachter ist? Tja, das weiß ich leider nicht. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wer uns rettet. Also ich vermute, es werden Vortigons sein. Das hat sich so gelesen irgendwie, dass nicht nur Gordon Freeman einer der höheren Macht des Anzugs bemächtigt ist. Naja, ich bin mal gespannt. Ja, es sieht hier übrigens wirklich aus wie das in Half-Life 2, aber ich kann mich daran gar nicht mehr so genau erinnern. Es sieht irgendwie auch immer alles gleich aus, oder sieht der Layer von daher. Warum haben die zu eilig? Toll, hier ist alles voll
voller Kriegsmaschinerie. Und da unten hängen welche. Sieht wirklich so aus, als wenn das... Wow, das sieht immer schon mal super aus da drin. Na, wann kommen wir denn an? Wir spielen hier schon knapp sieben Minuten, nicht ganz. Und wir sind noch nicht mal im Game. Das erinnert mich an Afraid Stitch of Time. Ich weiß nicht, ich glaube, das war's. Da war das auch so, da hat es auch ewig gedauert. Das Intro war auch so übelst lang gewesen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es war Afraid Stitch of Time, aber ich bin mir nicht genau sicher. Auch einer meiner älteren Mods oder auch meiner älteren LPs. Noch ein voll schlechter Quali, aber naja. Jeder fängt halt nochmal klein an. Ah, gut, okay, hier ist meine Zelle. Oh, so eine große Zelle nur für mich alleine? Oder geht's hier noch weiter? Nee. Und sowas wie Essen, krieg ich das auch, oder? Sorry, falls es zu leise war, aber dafür konnte ich nichts. These are extraordinary times. You could say the world has moved on. I wish I could do more for you, but there are, after all, some restrictions. My personal advice. Die Stimme, muss ich sagen, passt sehr gut dazu. Die gefällt mir. Einen tollen Synchronisator haben sie sich für den ausgesucht. Wirklich sehr gut. Come on, man, wake up! Oh, die ist auch gut. They're raiding the whole block looking for you. Listen carefully. Head to the old church. You'll get more help once you get there. Now, come on, run. Okay. Also, die Leute, die das synchronisiert haben. Hä, wie bin ich hier überhaupt hergekommen? Kann sein, dass ich das nur geträumt habe. Oder was? Ja, wo soll ich denn hin? Hallo? Oh. Oh, da ist ein Strider. Ich hau mal gleich ab. Wow. Okay, das ist mir zu langsam. Ganz mal kurz eine andere Sache. Ich habe mir jetzt den Maustreiber installiert und... Oh, verdammt. Warte mal. Irgendwie ist es mir alles noch zu schnell, da ich jetzt schon wieder. Naja, müssen wir mal gucken, ob das so spielbar ist. Okay, die Flucht war jetzt nicht schwer gewesen. Tolle Anfangs-Screen. Ich gucke erst gar nicht hin, dann könnt ihr mich nicht scannen. Okay. Aber ich bin ja kein Gesuchter in dem Moment. Warum scannt ihr eure eigenen Wachen? Was ist denn das?
Darf ich hier durch? Nicht? Verdammt. Okay. Ich habe schon Barney gesehen. Toll, wie sie Tassen hier in den Brunnen schmeißen. Schwimmender Müll. Toll, ich darf nichts bekommen. Ich will mich noch ein bisschen umschauen, bevor ich weitergehe. Du stellst dich gerne an, wenn keine Leute da sind, oder was? Wieso darf er da durch? Hey, Kumpel. Na, wie geht's? Oh, sei doch nicht gleich so aggressiv. Ist ja okay. Schätze mal, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt wir hier oben sind. Das ist auch mal eine tolle Frage. Also ich kann hier reingehen und ich könnte wahrscheinlich da lang gehen. War es doch nicht Barney. Sah so aus. Ups. Und wieder zu damit. Goodness me, you're in a whole lot of trouble. Pretty much every darn civil protection officer in Sector 19 is out looking for you now. Why? The whole city is stirring. You need to follow the old canals. We should be able to get out of the city now. Wie sind die Zaunen ziemlich leise hier, oder? I know, it's a dangerous room, but you will make it. Here, let me open this door for you. It's the least I can do. Also die Stimmen sind ziemlich leise, bin ich der Meinung. Entschuldigung. Okay. Wie sie alle ihre Hand für irgendwelche fremden Leuten ans Feuer legen. So dämlich. Natürlich sehr, sehr kollegial. Okay. Coole Konstruktion. Gute Idee. Oh, ich habe eine Taschenlampe. Ich habe jetzt angeblich schon Anzug, wa? Also, wenn ich mal so sehe. Okay. Also ich habe keinen Anzug, aber... Okay, ich habe hier schon ein Rad entdeckt, aber für was denn? Hier drin? Ja, okay. Das eine ist nämlich kaputt, also kann ich nur hier lang. Bleibt es so stehen oder muss ich reinrennen? Wir werden gleich sehen. Oh, wie lange muss ich denn noch drehen? Okay, es bleibt doch rum. Okay. Funk. Aber ich habe noch keine Brechstange oder sowas. Sollte ich schon eine haben? Achso, hier geht's lang. Gut, ich wollte gerade sagen, weil eine Brechstange habe ich noch nicht. Wow! Das war jetzt ein bisschen für Popo. Ah, ich kann ja von der anderen Seite noch lang. Ah. Aha, das geht also auch kaputt. Das sagt mir was, die Musik, aber ich komme nicht drauf, von wo. Hey! Okay. Was habe ich eigentlich da ver... Ah, eine Stopptaste, okay. Leben. Wow. Soll ich da durchpassen? Okay, Freunde, wir sehen uns eh erst in der nächsten Folge wieder. Ciao.